Wir berichten über den Fußballverein VfB Borussia Neunkirchen. Dieser wurde am 24. Juli 1905 gegründet und seine Vereinsfarben sind schwarz und weiß. Die erste Mannschaft der Borussia spielt in der aktuellen Saison 2014-2015 in der Oberliga Südwest und steht derzeit auf dem 12. Platz. Das auf dem Mont-la-Ville-Platz seit 1912 ansässige Ellenfeld-Stadion bietet Platz für 19.600 Fußballbegeisterte. Die größten Erfolge des Vereins waren die Bundesliga-Zeit von 1964 bis 1968 sowie das DFB-Pokalfinale 1959. Zurzeit hängen dunkle Wolken über dem Ellenfeld. In der Osterwoche musste der Verein aufgrund von rund 400.000 Euro Schulden Insolvenz anmelden. Seit dieser Zeit grübeln sämtliche Vereinszugehörige und Fans über die Zukunft des VfB. Sie überlegen sich Aktionen unter dem Slogan »Alte Liebe lebt« zur Rettung des Traditionsvereins. Nach der Aktion 1000 plus X wurde die Idee geboren, mit einem VW Käfer von Bundesligastadt zu fahren. Warum mit einem VW Käfer? Dieser Käfer hat eine Geschichte, denn er wurde 1961 gebaut, hatte also, genau wie die Borussia, seine Glanz- und Blütezeit in den 60er Jahren. So konnte die Brücke zwischen dem Käfer und dem VfB geschlagen werden. Ziel der Tour war es, Unterschriften von aktuellen und ehemaligen Fußballprofis der ersten Bundesliga auf dem Auto zu sammeln, um den Käfer zu einem späteren Zeitpunkt zu versteigern und den Erlös zum Wohle des Vereins einzusetzen. Das Auto wurde weiß lackiert und mit dem Logo des Vereins geschmückt. Und so ging es dann am 4. April in Saarlouis los. Hier unterschrieb als erster Rainer Kallmund. Nach ihm ging es zu Hertha BSC Berlin, zu Union Berlin, nach Wolfsburg, zu Berti Vogts, nach Gladbach, Leverkusen, Dortmund, auch nach Köln, Mainz und zum FC Bayern München ging es. Es unterschrieben nach Kallmund Stars wie Thomas Müller, Franck Ribéry, Welttorhüter Manuel Neuer, Pep Guardiola, Subotic, Karim Bellarabi, Xabi Alonso, André Schürrle, Berti Vogts, Marco Reus, Jürgen Klopp, der Welttorschütze im Finale Mario Götze und viele mehr.